geht es weiter mit einer weiteren Folge von Whispers of a Machine. Und als ich jetzt gerade in den Ortseingang hier rein bin, beziehungsweise ins Zentrum, hat sie mich darauf hingewiesen, dass das Blau, das ja in ihr ist, was dazu führt, dass sie eben auch in ihren Augmentierungen eben den Nutzen aus ihrem Potenzial ziehen kann, dass sich das Ganze in Abhängigkeit von unseren Entscheidungen, unserem Verhalten dann verändert. Das bedeutet, wir bekommen dann auch neue Möglichkeiten, um zu interagieren oder zu investigieren. Und ich habe jetzt hier zum Beispiel Energieschub drin, was auch sehr interessant ist. Und wir haben jetzt das Skalpell, das haben wir uns einfach aus dem Leichenschauhaus mal geklaut. Wir haben Lennart Schlüssel, das ist der arme Kerl, der in diese Maschine gekommen ist, vermutlich zwangsweise. Und das wäre der dritte Mord jetzt in diesem Spiel. Ich werde jetzt erstmal gucken, dass ich hier jetzt nochmal im Polizeirevier mit meinen Kollegen rede. Vielleicht bekommen wir da noch weitere Hinweise. Ansonsten werde ich auch mal wieder in den Roboterladen gehen. Vielleicht ist dort auch vor dem Roboterladen auch dann der Dichter. Schauen wir mal. Hallo again, Gabriel. Hey there, can I be of assistance? So, Leonard Dahl. What do you know about Leonard Dahl? Nothing really. I never got to talk to him much. What do you think of Walter, the robot guy? Oh, he's great. My little brother loves him to death. Yeah? He's popular with the kids? You have no idea. He's quite the entertainer with that little robot of his. Okay, wirklich irgendwas weiß er nicht. Wie so oft. Gehen wir mal zum Chief. I had a few questions, Commissary. By all means. Did you know Leonard Dahl? Not at all. I only first learned his name this morning. What do you think of Walter, the robot maker? He may be a little strange, that man, but he has a heart of gold. Nordson wouldn't be the same without him. Okay. Ich finde interessant, dass That's all I needed. Der Robotermann jetzt auch hier bei beiden jeweils in den Dialogen auftaucht. Das heißt, ich werde definitiv mal zu ihm gehen. Denn ich habe zwar den Schlüssel von Leonard, aber ich habe keine Ahnung, wo ich diesen verwenden könnte. Gehen wir mal ins Einkaufsviertel. Ja, der Dichter ist leider nicht mehr da. Gehen wir nochmal Walter besuchen. Hi there, Walter. Morning, Miss. How was your first night in town? Yeah, have a nice night's sleep? Well, I sure didn't. This numbnut forgot to unplug me, so I had to listen to his snoring for 9 hours. I protest, Nissa. I hardly ever sleep for more than 7. Oh, well, that makes it much less like torture. I slept okay. The bed was a bit too soft for my taste, but I'll live. Glad to hear it. So, what can I do for you today? I guess you heard what happened in the recycling center. Yeah, I don't know much about it, but man, people dropping dead left and right like this, it's getting real scary out there. What do you think of the conduit? Lunatics, plain and simple. I'm surprised to hear you say that, given what you do for a living. Sure, I may seem like the kind of guy who would meddle with AI, but you have to remember that these are just puppets and dolls. Irgendwie glaube ich nicht. That's true. I'm not really a robot. We just pretend I am. That's right, my lad. My family was almost wiped out in the collapse. I wouldn't betray their memory by supporting those nutjobs. Na gut, das macht Sinn. Ich dachte mir zuerst, okay, wer so verrückt ist nach den Robotern, der wird doch sicherlich auch mit AI spielen wollen. Do you know who Katharina Berg is? She might also go by the name Melinda. Melinda sounds familiar, but I can't really place her. Sorry. I'm terrible with names though. More of a visual thinker. I'm off. See you later. Take care. Bye bye, police lady. Do you recognize this young couple? Just the man, Carl Oskarson. Can't see who his lady friend is. Ist nicht viel geholfen. Vielleicht können wir
den Roboter aktivieren. I don't see how those things work together. Wäre so interessant gewesen. I don't need to get him energized. Okay. Also Energieschub, vielleicht ist es wie so eine Art Heilung oder so ein bisschen wie so eine Art Adrenalin. Aber wirklich weiter sind wir jetzt nicht. Ich kann mal gucken, ob der Doc wieder da ist. Nee. Da müssen die Überreste von Leonard erst rangekarrt werden. Wieso kann ich in die Schule? Ich habe keine Business in der Schule. Also, welche Möglichkeit haben wir? Wir haben den Schlüssel. Aber mit dem Schlüssel können wir aktuell nicht viel anfangen. Robot, drilling machine. I don't have anything else to say. I don't have any. Okay, checken wir nochmal unser Notizbuch. Katharina Berg, aka Melinda. A resident of Nordson for 2 years. She was likely in some kind of relationship with Carl. Carl Oskarsson was fatally stabbed. Haben wir irgendwas übersehen? Ja, wir haben Leonards Schlüssel. Vielleicht habe ich nicht gescheit im Recyclingwerk gesucht. So. Wo ging es da zum Recyclingwerk? Das ist mal wieder Wegfindung. Ja, das war da beim ursprünglich. Was hat er im Stromkasten? Braucht die Hilfe. Wir haben Energieschub. Naja, um zu helfen? Okay, gehen wir nochmal ins Museum. Was heißt nochmal? Ich konnte bisher nicht ins Museum. Jetzt sind wir im Museum. Wunderbar. Path of the Pilgrim. Kind of an odd name for an exhibition about the collapse. This facility has been deemed compliant with the third decree, 12th Amendment, on November. It shows various star constellations. Apparently the ones we plan to explore with some incredible new rocket engine that they were about to finish when the collapse happened. The collapse occurred on what we now refer to as Year Zero AR, Anno Reducto, Year of the Collapse. During this time, AI was involved intimately in every part of our lives. The typical family could not be sustained without it for more than a few weeks. A coalition of anti-technology, anti-globalist, and religious movements, referred to as the Human Wave, reached a critical mass due to a series of AI incidents across the globe. A growing fear of the singularity, mainly proposed by Voice for Human Progress, VFHP, was a contributing factor, as were proven hardware faults in widespread robotics across the globe. On June 2nd, the third decree UN resolution was passed, declaring that all AI was scheduled to be discontinued over a course of 10 years. An observant reader may notice that this definition is different from the third decree we live by today, wherein CPUs are completely outlawed. This is because the third decree has been amended 12 times. However, the phasing out period for AI did not proceed as planned, and we now enter an era in which there are large holes in our historical records. But we do know that there was a massive worldwide blackout, rendering most computer chips and processors in the world unusable. Contemporary scholars have theorized about what exactly caused this sudden change. If it was a deliberate large-scale attack, an unintended consequence of the ongoing shutdowns, or if there could be natural causes, such as solar flares.
The evidence is scarce, and the lack of global communication and infrastructure, not to mention the struggle for daily survival, has made truth-seeking in this matter extraordinarily difficult. Regardless, the end result was clear. From that day, the old world was no more. In the dark, we took our first stumbling steps as truly free humans, surrounded by our mountains of dead machines. Super interessant, vor allem so das erste Dekret, in dem es darum ging, oder das Dekret, in dem es darum ging, dass KI über einen Zeitraum für 10 Jahre ausgesetzt wird oder werden sollte, aufgrund von Hardwarefehlern, und das dann 12-mal revidiert wurde. So dass wir jetzt an einem Punkt sind, in dem KI illegal ist. So, erstmal drücken wir alle Knöpfchen und dann scannen wir mal die Umgebung. I'm pretty sure these were flown autonomously and that some famous world leader got killed by hackers who took control of her vehicle. A terrorist group claimed responsibility and there was a bloody civil war. No idea what this is. Must have been some kind of local thing. I remember reading about some military experiment gone haywire in these parts. Das ist auch das, wo viele in einem Zukunftsszenario so ein bisschen auch Sorgen haben. Alleine so Geschichten wie, wenn man dann halt mal Augmentierungen implantiert hat, die zum Beispiel auch die Gesundheit betreffen, körperliche Verfassung und so weiter, dass man ja auch das hacken könnte und so auf diverse Arten und Weisen Attentate begehen könnte, zum Beispiel, oder Manipulation. Nice. So, wer hätte den nicht gerne zu Hause? Ah, der zeigt auf die Drohne. Kann ich dem Energieschub verpassen? Das ist doch egal, aber es macht Spaß. Das könnte fast eine Art Rätsel sein. Reflektiert das hier drauf? Kann ich das Ding hier irgendwie beeinflussen? Weiß nicht warum, aber ich habe da irgendwie... Das wäre für mich so als Game Designer, würde ich sagen, so eine geile Sache. Machst da so eine Reflexion und dann wird da auf dem Globus etwas dargestellt. Das ist einfach der Sherlock Holmes in mir, der jetzt da so ein bisschen laienhaft versucht, sich schon Dinge zu deduzieren, die noch gar nicht vorhanden sind. Es gibt noch überhaupt keine Hinweise drauf, ja, dass das so ist. Okay, checken wir mal mit dem Forensik-Scanner auf erstmal Karlsby, beziehungsweise erstmal einen Smart-Scan. Der Smart Scan ist ja so ein universeller Scan, der einfach Auffälligkeiten dann wahrnimmt. Von Karls DNA finden wir nichts. Ah ja, auch nicht. Wie sieht es bei Leonard aus? Auch nicht. Okay, also das bringt uns gar nicht weiter. Was haben wir noch alles? Gibt es irgendwas, was wir noch nicht angeguckt haben? Die Haushaltsroboter. Ja, klar. Haushaltsroboter. Die ganze Armee von denen plus Ersatz. Schön mit Timer aufräumen. Okay, dann gehen wir mal nochmal nach oben. Wir haben ja jetzt Leonards Schlüssel. Vielleicht können wir mit Leonards Schlüssel hier irgendwas anfangen. Oder wir können den Energieschub verwenden. Was ein bisschen stört, ist, dass ich jetzt eigentlich mehr raten muss. Wobei, das ist ein Hinweis. Er hat keinen Strom. Wobei sie jetzt auch nicht unbedingt darin bisher irgendwas erkennt, die da jetzt irgendwie Sinn machen. Ja. Und das habe ich auch schon getestet mit dem Energieschub. Fällt mir gerade mal so auf.
Okay, also hier kommen wir nicht weiter. Den Tresor haben wir schon geöffnet. Ich denke, ich sollte ins Recyclingwerk. Dafür schneide ich es für euch, dass ihr nicht extra warten müsst, bis ich das Recyclingwerk wieder gefunden habe. Wobei doch, ich weiß, wo es ist, glaube ich. Über die Mimerstraße und dann hinten rechts durch. Genau. Das war's. Das ist der Straßenkünstler. Zur Schrotthalle. Stimmt. Schrotthalle war ja auch noch was. Da könnte ich mir vorstellen, vielleicht hatte Leonard ein Auto. Und wir können dort mit dem Schlüssel... Ah, schade. Also ich hätte mal vielleicht für einen Kofferraum oder so verwenden können. Dann gehen wir doch nochmal zum Recyclingzentrum. Vielleicht habe ich da irgendwas übersehen. So, wir haben hier einen Schreibtisch. Wir haben einen Schlüssel. This is probably where Leonard... Es gibt nichts, was irgendwie verschlossen ist. Mostly history books. Auf jeden Fall... Blablabla. Hier gibt es nichts weiter für uns. A few crates of different sizes. Maybe for... I'll leave them to his... Dann spreche ich nochmal mit der Arbeiterin. Was haben wir denn alles? Wir haben... Beziehungsweise ich gehe nochmal in die Bude. Jetzt ist halt schon Sucherei. Vielleicht haben alle drei zusammengearbeitet. Maya, Leonard und Karl. So. Ah, schau mal einer an. So, Kammerstatus. Nährstoffgehalt kritisch. Kanisterwechsel empfohlen. Okay, Oh, the tank is nearly out of nutrients. I should keep an eye out for a replacement canister. Okay, dann machen wir das mal. Dann sind wir doch ein bisschen weiter. So, Konnektiv wollen wir ja nicht. I need to find a replacement canister for the... Der Wohnung, das sollte ja kein Problem sein. Sagt es. Das haben wir, eine seltsame Kugel. So, wir sollten mal den Inkubatortank mal öffnen. Ah nein, ist das jetzt wieder? Ich kein Ö habe. Und das ging nicht, glaube ich. Probier mal öffnen per Copy-Paste. Wobei ich nicht sicher bin, ob ich das nicht schon probiert habe. Nee. Das ist so mies. Aber man kennt halt einfach das Ö hier nicht. Also. Das heißt, ich muss wieder auf Englisch umstellen. So, Chamber open. Zum Glück lässt sich die Sprache einfach ändern, ohne dass man ins Hauptmenü muss. Also haben wir sonst noch irgendwas? Kammer öffnen, Hilfestatus? Nö. Hier beenden wir erstmal. So, ein Kanister muss sich in der Wohnung befinden. Wo denn? Man, das hier sieht aus wie einer, ist aber keiner. Und diese seltsame Kugel. Machen wir einen Smart Scan. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe schon einen gemacht, aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich muss herausfinden, was mit der Kugel ist. Ja, das ist schlecht. A live baby in a womb tank. What on earth are these people doing?
live... I need to find a replacement canister for the womb tank in the apartment. Ja. Wir müssen den Kanister nicht in der Wohnung finden. Wir müssen irgendwo einen Kanister finden, den wir dann eben benutzen können. Jetzt wäre die Schrotthalde eigentlich ein guter Ort, meiner Meinung nach. Gucken wir mal, ob wir jetzt dahin können. That's not the right... Wo, wenn nicht auf einer Schrotthalde? Doch, ich brauche einen Ersatzkanister. Dann hat vielleicht der Robotermann was für uns. Hi again. Hey there. Hey Walter, do you happen to have any containers for liquid nutrients? Oh, I'm fresh out of those. Sold my last one to Maya Strand. Said she was working on a processing unit. All right. Dann könnte es vielleicht in der Wohnung sein von Maya. Über Museum. Da gibt es ja einiges. Vielleicht geht er auch in die Schule. Ja. So, was haben wir hier? Some kind of airtight container. Hier. It's labeled nutrients. I don't think this is the nutrient canister I'm looking for. No. The receptacle on the womb tank was much smaller. This looks like some kind of dispenser though. So if I find the right container, I might be able to refill it here. Ah, okay. Ich mute hier eher nicht. Wir können mal im Leichenschau aus dem Krankenhaus können wir gucken. Also ihr seht schon, das ist schon auch wie klassischen Rätsel-Puzzlespiele damals. Day of Tentacle, Indiana Jones und sowas. Wasserhahn, blaue Schachtel. Bände. A portable medical kit. Various medical. Ne, das sieht nicht so aus. A portable medical. Brauchen wir mal die Krankenschwester, vielleicht hat die aus. Horrible how much death has befallen us. I read that in a book once. A fitting quote, considering the circumstances. Horrible, I read. Okay, sie ist busy. Aschebehälter. I think that's for collecting the ash. Hier werden wir auch nicht fündig. Wir hätten noch die Taverne. Kantine, ich sag mal Taverne. I think they deliver. Okay, schade, das ist auch nichts. In der Fabrik der Werkstatt, das wäre eine Möglichkeit. Ach so, oder im Polizeirevier, da haben wir auch zumindest bei der Kaffeemaschine und vielleicht in unserem Raum. In unserem Zimmerchen könnte auch noch was sein. Thermoskanne. A thermos. Presumably. Komm schon, eine Thermoskanne. Vielleicht hat Gabriel eine Idee. Hello again, Gabriel. Hey there. Can I... I'm looking for a nutrient canister. Nowhere I can get my. No idea. But didn't Maya have some kind of machine in her apartment for that sort of thing? Na, so hat man den Hinweis bekommen auf. Mayas Wohnung, weil da hatten wir ja schon geguckt. Da haben wir dann die Info eben mit dem, dass die Maschine das dann nachfüllen kann, sobald wir irgendwas haben, mit dem wir das befüllen können. Wenn ich schon hier bin, check mal kurz bei
Anders im Büro, aber hier noch irgendwas rumfahren haben? Nö. Ja, müssen wir jetzt halt einfach jeden Ort absuchen. Ich hatte einen Kanister. Ja. Nee, sieht auch nicht gut aus. Viele Möglichkeiten bleiben mir eigentlich nicht mehr. Ich könnte jetzt nochmal zum Walter gehen, weil vielleicht reicht das, dass wir jetzt irgendwas Kleines brauchen. Kaffee trinken will sie nicht. Okay. Jo. Das checken wir in der nächsten Episode aus. Ich werde auf jeden Fall dann noch weiterspielen und sobald ich an einer Stelle bin, an der ich dann das Behältnis habe, das wir brauchen, wird es in der nächsten Episode da auch weiter fortgesetzt. Es bleibt spannend in Whispers of a Machine. Bis zum nächsten Mal.